leg mal Wasser hin. Und da geht es nach unten, würde ich sagen, das Wasser. Und dann legt man noch kleine Rohre überall dran. Der Wasserdruck kann nämlich dann noch abfallen. Deswegen sollen wir mal gucken. Das funktioniert so, wie ich mir es denke hier. Genau, genau, genau. So, jetzt werden wir mal hier die inneren Zellen etwas aufpimpen. Weil wir haben ja schon unsere Gefängniszelle. Also hier unten müssen wir natürlich auch noch Wasser hinlegen. Ganz klar. Okay, die haben ja alle kein Wasser, warum nicht? Ach, die haben alle Wasser schon, okay. Okay, der hat noch kein Wasser, das ist natürlich hart öde. Geht das überhaupt so? Dann müssen wir mal gleich gucken, was funktioniert so. Einrichtungen! Erstmal Betten bauen, würde ich sagen. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal. Mal, 9 mal, 10 mal, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Für 16 Leute habe ich Platz, alles klar. Sieht gut aus. Toiletten machen wir auch noch hin. Oh, das kostet. Das kostet. So, jetzt können wir schon mal hier die Planungssachen wegmachen. Schade, das hat irgendwie nicht so genau geklappt bei mir. Vielleicht jetzt hier quasi noch weiter. Oh. Oh, das geht ja gar nicht hier. Oh, Mist. Ah, hier unten kann ich keine Bank hinsetzen. Blöd. Weil da sind sie nicht durchkommen wahrscheinlich. Nehme ich mal an. Na, wahrscheinlich schon. Okay. Ja, ihr seht das schon, es wird ganz schön dreckig hier bei mir im Gefängnis. Ja, das liegt daran, dass wir noch keine Putzkräfte haben, aber das ist alles in der Planung. Wieso sind die jetzt nicht angeschlossen? Okay, anscheinend muss das direkt drauf gehen. Die Wasserleitung, das dachte ich nicht, okay. Aber okay. Krieg mal hin. Dahin und dahin. Oh. Das leckt sie immer, das ist übrigens Autosaving, nicht, dass euch wundert. Da. Ah, hier haben wir noch keine Toilette gebaut, warum auch immer. Okay. Da keine Toilette hingebaut. Hier oben auch keine Toilette hingebaut, what the fuck? Komisch. Okay. Ach. Genau, so. So, das sieht gut aus. Naja. Ihr braucht auch noch. Ach shit, das hier drüben muss auch noch angebunden werden. Eieieiei. Die brauchen noch Strom hier drüben, ist auch klar. Gucken, ob das schon reicht, dass die Räume hier oben zu versorgen. Müssen wir dann mal schauen, nicht? Dieses Absperrventil, was braucht das eigentlich? Das habe ich auch noch nie gebaut, ja, keine Ahnung. Okay, Strom sieht noch gut aus. Jetzt gucken wir uns mal an, wie das hier... Oh, okay, die Zellen sind alle fertig. Jetzt muss ich die natürlich nur noch markieren, auch als Zellen. Sind die okay als Zellen?
Geschlossen. Ah, klar. Ich brauche noch eine Tür. Aber das sieht gut aus. Ich baue die Türen meistens immer als letztes ein, weil nämlich wenn einmal Gefangene da sind, gehen die Türen dann meistens zu und dann kommen die Bauarbeiter nicht durch und das ist total scheiße. Okay, Gefängnistüren. Da. Ich sehe da schon, die kosten noch 200 im Gegensatz zu den 500, was die, die schweren Türen hier rechts kosten, ne? Fällt mir übrigens auf, ich habe die immer noch nicht, ich habe die noch nicht markiert als, Zellen hier. Das mache ich jetzt auch mal. Isolationszelle, genau. Wenn die nämlich böse waren, dann kommen die dann hier hin. Ja, und was wir übrigens noch machen können, das habe ich auch noch nicht gemacht. Erstmal, wir können diesen CEO-Letter lesen. Da stehen jetzt eigentlich nur so Sachen drin, von wegen hier, ja, was wir jetzt machen sollen quasi. Und ja, einfach nur so allgemeine Tipps. Löschen. Genau, und dann können wir noch Grants entgegennehmen. Ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Hier, Grants auch. Okay, da können wir jetzt verschiedene Sachen machen, zum Beispiel, also wir kriegen hier Geld dafür und das ist quasi für den initialen Aufbau eines Gefängnisses, sind die ganz wichtig, weil sonst kriegt man das nicht hin. Machen wir mal das, jetzt sieht man hier schon, was haben wir alles gemacht. Wir haben eine Übergangszelle gebaut, wir haben einen Duschraum gebaut, aber noch nicht eingeweiht. Ja, alles klar. Oh, halt. So, das ist Duschraum. Genau. Einen Hof. Den Hof haben wir schon gebaut. Achso, der muss noch von der Tür gesichert werden. Okay. Was machen wir eigentlich für Tür, eine Tür hin? Hm. Hm. Eigentlich Metalldetektoren haben wir eigentlich genug. Ich glaube, wir machen noch. War gerade überlegen, ob ich hier noch einen Metalldetektor mache, aber das brauchen wir eigentlich nicht. Wir machen hier normale Türen hin. Reicht das schon? Fragezeichen. Na, dann müssen wir jetzt mal gucken. Oh, der Strom reicht bis hier nicht. Schade. Gut, weitermachen. Wir müssen dann mindestens zwei Wachen noch einstellen. Ah, super, der Hof ist fertig. Müssen mindestens noch zwei Wachen einstellen und wir müssen noch... Was war denn das jetzt gerade? Wir müssen mindestens noch zwei Wachen einstellen und mindestens noch zwei Köche einstellen. Das machen wir dann auch gleich. Und dann würde ich sagen, können auch schon die ersten Typen kommen eigentlich. Personal. Achso, da warten wir mal noch kurz bis nach Mitternacht, weil nach Mitternacht, also um Mitternacht werden immer die Gehälter abgezogen. Wenn ich den erst danach kaufe, habe ich den ganzen Tag gespart sozusagen. Ja, und Direktor müssen wir noch einstellen, auf jeden Fall. Den werden wir auch direkt dann danach, nach der Nacht machen. Können wir jetzt eigentlich schon mal abwarten hier. Genau. Also sieht echt gar nicht so schlecht. Achso, ich muss noch hier. Kurz warten. Ich muss natürlich noch eine große Gefängnistür hier bauen. Weil sonst kommen die alle. Können ja durchlaufen. Ich überprüfe auch nochmal, ob hier alles sicher ist. Okay, hier oben ist abgesichert mit Zaun. Hier ist auch überall Zaun. Hier können sie nicht raus, weil überall Zaun gebaut ist außen. Genau, genau, genau. Wichtig ist zu wissen, Zellen dürfen, sollten nicht genau an, an Zaun gebaut werden. Also hier, das ist schon ziemlich nah, sage ich mal. Aber die buddeln nämlich nach draußen. Ja? Und das hier wird wahrscheinlich ein ziemlicher Mist, weil die können ja relativ schnell nach außen buddeln. Da müssen wir wahrscheinlich irgendwann mal umplanen. Das ja, müssen wir mal gucken. So, wir lassen mal die Zeit schneller vergehen. Genau, da ist jetzt das Torgebäude. Die sind noch alle offen, wie gesagt, weil noch keine Gefangenen da sind. Und hier oben sehen wir schon 0 von 16 kann man machen. Alles klar, jetzt sind die da. Jetzt stellen wir ein. Zwei Wachen. Zwei Köche. Ein Direktor. Und mehr können wir noch gar nicht machen, ne? Ne, mehr können wir noch nicht machen. Genau, Direktors Büro. Direktors Office. Cool. Aber jetzt haben wir dieses Forschungsmenü hier aufge... oder ist jetzt offen. Ich weiß nicht, ob der die Zeit anhält, aber egal. Jetzt sehen wir schon, das ist der Gefängnisdirektor. Wir können jetzt anfangen zu forschen. Was wichtig ist, finde ich, ist Zwangsarbeit. Wie gesagt, da benötigen wir Wartung. Und dann können wir diesen Vorarbeiter freischalten. Go, go. Und wir fangen jetzt an, würde ich sagen, Leute aufzunehmen. Hier, normale Gefangene.
Hier sieht man nochmal eine Übersicht Personal. Wir haben also zwei Wachen, zwei Köche und zwei Verwalter, ein Verwalter und 8 Arbeiter. Und hier kann man immer auch drauf gehen, wo die gerade sich befinden. Das ist ganz cool eigentlich. Dann haben wir hier unsere Gefangenen. Da können wir anstellen, ob man die jetzt welche aufnehmen wollen oder nicht. Und wir haben hier Jobs und wir haben hier die Tagesplanung. Ah, die Tagesplanung sollte ich vielleicht auch nochmal, kann ich jetzt machen. Da sehen wir hier schon, die Papen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stunden Schlaf. Finde ich ganz schön viel, ehrlich gesagt. Die müssen schon ab 11 Uhr schlafen. Das glaube ich eher nicht. Ich würde sagen, die kriegen... Lass mal die mal essen hier, würde ich sagen. Ne, wir lassen nach dem Essen noch Freizeit. Und die auch noch Freizeit. Dann dürfen die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stunden schlafen. Das ist okay. Jetzt kriegen die hier Freizeit. Dann duschen. Dann essen, würde ich sagen. 2 Stunden. Das Essen hier machen wir weg. Hier können die eigentlich alle arbeiten. Also im Moment haben die alle noch Freizeit, würde ich sagen. Genau, da müssen die also im Moment jetzt nur essen und Hofgang haben die jetzt. Genau, und Arbeit kommt ja später noch dazu. Das kommt dann hier in die Mitte rein, wo die jetzt so viel Freizeit haben. Alles klar, würde ich sagen. Das sieht dann ganz gut aus. Essensvariation stellen wir auf keine ein, weil wir brauchen... Das stört die irgendwie nicht, glaube ich. Essensqualität ist eigentlich egal, glaube ich. Da müssen wir nochmal gucken. Müssen wir ein bisschen experimentieren damit. Aber das sieht schon ganz gut aus. Zellen sind fertig. Duschraum ist fertig. Kantine ist fertig. Putzkammer ist fertig. Was hatte ich noch in der Planung? Isolationszelle habe ich gebaut. Übergangszelle habe ich gebaut. Zelle habe ich gebaut. Kantine habe ich gebaut. Küche habe ich gebaut. Duschraum habe ich gebaut. Hof habe ich gebaut. Lager habe ich gebaut. Lieferung habe ich gebaut. Abfall ist draußen. Büros habe ich gebaut. Gruppenraum habe ich gebaut, aber noch nicht ausgerüstet. Okay, Besucherzimmer brauche ich nicht, bin ich der Meinung. Putzkammer habe ich. Personalraum habe ich auch. Okay, dann werden wir jetzt mal anfangen, hier Zeug reinzutun. Bauen wir 3 Fernseher rein. Und jetzt bauen wir hier noch Telefonzellen rein. Genauso wie hier. Und was bauen wir noch rein? Achso, wir müssen das erstmal noch deklarieren als Gruppenraum. Okay, der ist schon ziemlich zufrieden damit. Was können wir denn noch reinbauen? Fernseher, wir bauen noch mal Fernseher rein. Jetzt alle schön Fernsehen gucken. Schön in die Glotze gucken. Ein Sofa können wir eigentlich noch reinbauen, einfach weil es cool aussieht. Bam! Sehr schön. Die Planungssachen wegmachen. Oh, wir müssen noch einen Weg bauen, sehe ich gerade. Also so ein Betonplattenweg. Wie die da schneller hinkommen. So. Und hier natürlich auch. Ah, hier auch. Scheiße. So, ich denke mal, so die ersten paar Zellen könnten wir ausbauen. Das war's. Cool, cool. Alles klar. Der ist immer noch am Forschen hier, der Typ. Ja, wir können auch später noch ein paar Fliesen ersetzen und sowas alles. Naja, das ist alles so crazy shit. So, wir bekommen 8 Gefangene. Die reichen schon mal alle auf einer Bank. Das ist schön. Und genau, jetzt warten wir auf die. Gucken, was passiert. Da kommt unser Sofa angefahren. Ach ja, die Betten, die medizinischen, soll ich vielleicht dann auch noch bauen. Können wir noch einen Grant annehmen? Verwaltung. Was müssen wir denn für Verwaltung machen? Baue 2 Büros, stelle einen Direktor, habe ich schon gemacht. Schalte Buchhaltung über das Forschungsmenü frei und stelle eine Buchhalterin ein. Das machen wir dann auch gleich. So, und in einer Stunde kommen die ersten Gefangenen. Cool, cool. Diding. Genau. Ah, unsere Forschung ist fertig. Das heißt, wir werden jetzt... Was will der haben? Buchführung will der haben. Okay, dafür braucht er den Vorarbeiter. Okay. Den Vorarbeiter stellen wir danach ein. Was haben wir noch? Zellenblock A. Genau, alle Gefangenen speisen. Genau, jetzt sehen wir schon, wie viele Gefangene da kommen und wie viele Mahlzeiten ich bereitstellen kann. Ich weiß noch nicht genau, die untere Zahl ist halt, wie viel ich machen kann, glaube ich. Glaube ich. Bin mir auch nicht ganz sicher gerade. Ja, und die Wachen. Oh, guck mal, da sind unsere ersten Gefangenen schon angekommen. Da, ja, direkt erstmal zum Essen. Alles Klärchen. Was haben wir denn überhaupt gerade für eine Zeit? Ist ja gerade Essenszeit überhaupt? Ja, ist gerade Essenszeit, er hat recht.
Na, hoffentlich wird das was. Genau, jetzt gehen die alle schön durch den Metalldetektor, das ist cool. Ah, jetzt bringen die alle zu den Zellen, seht ihr schon hier, zack. Wunderbar. Ah, ich habe eine Sache vergessen, merke ich gerade. Den Waschraum. Eieiei, shit, 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 shit. Okay, den Waschraum, den bauen wir hier hin, würde ich sagen. Wie groß muss denn der Waschraum sein? Wo ist denn der überhaupt? Hä? Werkstatt? Nee, das ist doch keine Werkstatt. Auch keine Putzkammer. Hier, eine Wäscherei. Ah, ich muss erst Zwangsarbeit gemacht haben. Okay. Innenliegend. Hat die irgendein... Ah, das hat ja keine Größenbegrenzung. Okay. Aber die müssen wir, glaube ich, ein bisschen größer machen. Sonst wird das nichts. Und die sollte man auch in der Nähe der Zellenblocks eigentlich bauen, obwohl wir da jetzt gar keinen Platz mehr haben. Blöd. Naja, bauen wir trotzdem schon aufs Fundament, würde ich sagen. Und zwar... Kann ruhig ein bisschen größer machen, finde ich, weil die soll ja alles dann machen. So. Würde ich sagen. Ja, so. So ist schön. Benötigt Eingang. Kein Problem. Die bekommt eine normale Tür. Und zwar da. Und dann bauen wir noch ein bisschen Weg. Genau, bis dahin. Alles. Oh, die haben immer noch keinen Strom hier unten. Da habe ich auch nichts gebaut. Ach Quatsch, nicht Forschung. Betriebsmittel. So. Strom. Dahin. Dahin. Schön. So wird das was. Was will denn der? Will der in die Küche oder was? Ja, komm nicht in die Küche. Geh weg. Geh weg von meiner Küche. So. Achso, es kommen jetzt nochmal 9 Gefangene. Das ist okay. Danach müssen wir aber die Gefangenen schließen, weil dann wird es zu viel. Ach, und wir können hier nochmal ein paar Workbenches eigentlich bauen. Ein paar Gewichtsteile, ein paar Muckibuden quasi. Da kann ich mich noch ein bisschen beschäftigen damit. Ach, ein Bücherregal wollte ich auch noch bauen. Können wir noch ein bisschen lesen, sagst du? Alles klärchen. Genau, diese Telefonzellen, man kann eigentlich, was ich gelesen habe, man kann entweder Telefonzellen halt bauen oder halt Besucherraum. Und die Telefonzellen sind natürlich Premium, würde ich mal behaupten oder so. Insofern passt schon eigentlich. Jetzt können wir uns auch mal die Gefangenen eigentlich angucken. Die haben nämlich alle so eigene Übersicht. Man kann hier alle sagen, okay, man kann die in Gefahrenstufen einteilen, sagen, okay, der ist jetzt niedrig, hoch oder mittel. Das beeinflusst, wie viel Geld man jeden Tag für die bekommt. Man bekommt nämlich für jeden Gefangenen pro Tag Geld. Außerdem kann man noch den Gefangenen selber durchsuchen, seine Zelle durchsuchen oder seinen Zellenblock durchsuchen lassen. Das Zellenblock durchsuchen ist aber ziemlich scheiße, glaube ich. Genau, und dann sieht man noch, was der Herr gemacht hat. Gewaltdelikt, plädiert unschuldig. Genau, er muss zu 4 Jahre absitzen. Und er ist zu 2 Jahren Haft für Mehrfachverbrechen, einschließlich Gewaltdelikt und Gewaltdelikt verurteilt worden. Und hier sieht man noch seine Verwandtschaft. The Forest. Na gut. Mr. Forest. So, die Forschung ist fertig. Das heißt, wir werden jetzt mal nicht Expansion erforschen, sondern... Achso, wir brauchen jetzt diesen komischen Vorarbeiter. Personal. Erstmal setzen wir die Buchhalterin hier rein. Und den Vorarbeiter. Okay, das heißt, wir können jetzt forschen. Und zwar... Zwangsarbeit. Sehr geil. Prison Labor. Ein Personalmitglied ist erschöpft und ruht sich noch nicht aus. Jetzt wahrscheinlich. Ach, guck mal, unser Direktor ist erschöpft. Total erschöpft. Der junge Mann. Ist ja der Wahnsinn. Hat gearbeitet ohne Ende. Ruhend. Okay, jetzt hat er sich fertig ausgeruht. Und weiterarbeiten, du Arsch. So. Wie sieht's denn hier aus? Von der Zeit her. Ah, Essenszeit. Alles gleich. Ab zur Essenszeit.